Ja, Stefan, wir haben jetzt in einer kurzen Pause uns überlegt, was unsere nächsten ein, zwei Schritte sein werden. Was wollen wir machen? Ich würde sagen, wir kriegen erstmal ein Kind. Wir kriegen ein Kind. Das ist gut. Und dann war die Idee, dass wir nochmal über das Thema Ansprüche und möglicherweise Expansion und wie man vielleicht so einen Konflikt startet, reden. Aber das könnten wir theoretisch jetzt schon beginnen. Wir könnten aber auch warten, bis unser Kind beginnt. Aber vielleicht reden wir jetzt schon mal darüber. Es ist so, dass man nicht einfach so mit jedem Krieg führen kann und irgendwas fordern kann, sondern man braucht irgendwie einen Kriegsgrund. Da gibt es jetzt ganz viele verschiedene, zum Beispiel auch religiöse. Wenn man an der Grenze zu einem anderen Glauben lebt, dann könnte man sagen, man will die vom eigenen Glauben kriegerisch überzeugen. Das wäre ein Kriegsgrund. Es gibt viele, viele andere. Aber ein klassischer ist einfach so eine Art Eroberungskriegsgrund. Man möchte sein Gebiet, seine Herrschaft erweitern. Und das geht eigentlich nur, wenn man Ansprüche hat. Und die haben wir nicht. Die würden hier unten auftauchen. Das heißt, man hat irgendeinen legitimierten Anspruch auf eine Grafschaft, auf ein Herzogtum, manchmal vielleicht auch auf einen Königreichstitel. Und diese Ansprüche, in der Regel werden die vererbt. Das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt Kinder hätten, würden die von uns unsere Titelansprüche alle erben. Die Kinder würden vielleicht nur, einer kriegt ein Herzogtum, der andere nur eine Grafschaft, aber sie würden alle auch den Anspruch auf, dass man das von den Eltern haben. Das heißt, sie könnten später hinkommen und dadurch den Kriegsgrund gegen ihre Brüder haben, weil sie das auch haben wollen oder zurückhaben wollen. Also das ist sozusagen das System. Jetzt haben wir aber zum Beispiel, wenn man jetzt einfach gierig in die Umgebung guckt, könnte man auf die Idee kommen, die Nordgau, das Herzogtum Nordgau würde noch gut zu Bayern passen. Wir haben aber keinen Anspruch, Herzog Ernst von Nordrhein, wir können keinen Krieg erklären. Das heißt, da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Man könnte jetzt versuchen, über Heiratspolitik irgendwie sich mit seinen Kindern so zu verheiraten, dass dann in der nächsten Generation ein Anspruch da wäre. Das würde dann ein bisschen Zeit kosten. Es gäbe aber auch die Möglichkeit, einen Anspruch zu erzeugen, indem man nämlich fingiert. Wer macht das? Das macht tatsächlich der Bischof. Da gibt es die Möglichkeit. Ja, wer sonst? Ja, genau. Dass der in irgendwelchen Akten irgendwelche Pseudo-Ansprüche findet, die es legitimieren, dass wir eigentlich rechtmäßigen Herrscher sind. Da er der Einzige in der Runde ist, der lesen kann, ist das wahrscheinlich jetzt... Er ist sogar einigermaßen talentiert. Insofern können wir das einfach mal machen. Ja, wir machen das mal einfach hier auf diese Grafschaft. Es gibt sogar eine Wahrscheinlichkeit. Also normalerweise kann man das immer nur auf Grafschaftsebene erstmal machen. Es gibt aber die Wahrscheinlichkeit, dass er sogar einen Anspruch auf das gesamte Herzogtum erzeugt. Das wäre eine Möglichkeit. Das lassen wir mal nebenbei laufen. Das dauert nämlich ein Weilchen, ehe er das fingiert hat. Das ist also das tatsächliche Fälschen eigentlich hier gemeint in dieser Aktion. Ja, das gibt's auch. Also ja. Es wird ja auch gefälscht im Mittelalter. Das kommt vor. Ja. Häufig. Meistens Urkunden allerdings. Genau, darum geht's jetzt hier auch. Ja. Ich weiß immer noch nicht, warum uns immer noch zu viele... Egal. So, wir lassen mal nebenbei... Ah, schaut, jetzt passiert schon was. Wir haben eine Tochter. Erstmal haben wir... Und das ist jetzt ein bisschen Enttäuschung. Immerhin. Also jetzt ist das System so, dass würden wir sterben, würde sie erben. Mhm. Wir hätten immerhin eine Nachfolge. Das Spiel ist so organisiert, wenn wir jetzt keine Nachfolge hätten, wäre tatsächlich Game Over. Das ist im Prinzip die einzige Möglichkeit, wo das Spiel auch wirklich ein Game Over hat. Mhm. Ja, jetzt können wir die noch benennen. Richwara ist hier ein Vorschlag. Wir können auch andere uns vorschlagen lassen, entweder fränkisch, katholisch oder nach einem unserer Vorfahren. Gibt es Präferenz? Ein schöner katholischer Name. Ich nehme immer das, was vorgeschlagen wird. Ja, ja, gut. Elisabeth? Klar. Okay. So, das gibt uns auch ein bisschen Prestige zumindest. So, aber eben war irgendwas passiert, da war jemand eingetroffen, ein Gast, der einen Anspruch hatte. Das ist noch eine andere Möglichkeit, an die ich gar nicht gedacht hatte. Hofämter, warte mal. Genau, hier haben wir den. Der hat einen Anspruch auf... Oh, der hat viele Ansprüche. Nürnberg, Hohenburg, Parsberg. Weiß gar nicht. Also man könnte theoretisch das ist auch ein Karling. Ach, das ist der, mit dem ich uns eigentlich noch verheiraten wollte. Das ist sehr interessant. Man könnte jetzt für diesen Ansprüche durchsetzen. Das wäre eine Möglichkeit, auch zu expandieren. Dann sagt man, hey, der
das ist hier mein Freund, der hat hier einen Anspruch und ich helfe ihm, diesen Anspruch durchzusetzen. Wenn das, wenn man ihn jetzt zum Herzog machen würde, oh, der hat sogar die Nordgau-Ansprüche, dann würde er aber meines Wissens unabhängiger Herzog werden. Da hätten wir jetzt keine Gebietsexpansion. Wenn wir ihn aber jetzt hier zum Grafen machen wollen, das sind tatsächlich die ganzen Grafschaften, um die es jetzt geht. Das ist ja witzig, dass das gerade passiert ist. Dann würde er, glaube ich, unser Lehnsmann werden. Ich glaube, es ist richtig. Ja. Ne? Mhm. Dann hätten wir auch den Weg. Ja, weiß jetzt nicht, ob wir den Weg gehen wollen oder nicht. Bietet sich jetzt an, oder? Okay. Jetzt nicht Passberg, weil da hatte ich jetzt schon jetzt ja. Das hat jetzt der Bischof ja schon angefangen. Der hat schon angefangen, ja. Aber dann sollte es vielleicht lieber Hohenburg sein oder so. Stimmt, da haben wir gleich zwei Ansprüche. Sie hat das Spiel schon komplett verstanden. Müssen wir ihn noch an den Hof holen? Ich weiß es gar nicht. Nee, an den Hof rekrutieren. 295. Muss das sein, glaube ich? Das können wir uns nicht leisten. Ne? Das kommt, weil das so ein prestigereicher Karolinger ist. Oder können wir gleich als Gast seinen Anspruch durchsetzen? Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, er muss Vasall sein. Müssen wir, nee, wir haben keine Möglichkeit. Er muss zumindest, glaube ich, am Hof sein. Ne? Und das können wir, das ist zu teuer. Das ist halt. Ja, okay, den Weg können wir also nicht gehen. Müssen wir ein bisschen Geduld haben. So, wir sind immer noch bei den Liebesdingen. Ich folge der Einladung zu einem Ball. Ein Ball? Um Gottes Willen. Jetzt wird's albern. So, allein der Gedanke an seine Hand zu halten, lässt mein Herz schneller schlagen. Doch als ich ankomme, sehe ich, wie sich gerade mein Ratsmarschall Fürstbischof Adalwin mit ihm unterhält. Diese widerwärtige Person schwadroniert unbeeindruckt vor sich hin und bemerkt gar nicht, wie unwohl sich Engelschalk fühlt. So, dann können wir ihn ablösen. Dann läuft das ein bisschen weg. Er hatte 10 Jahre chronische Kopfschmerzen, habe ich das gerade richtig gelesen? Ja, genau. Es gibt uns einen moderaten Gesundheitsmalus. Ja, oder greifen wir da richtig ein und werden vielleicht sogar Rival mit dem Typen? Oder Rival? Es gibt Rivalitäten, es gibt Freundschaften, okay, und Rivalitäten, die, okay, dann. Weil ich den dann beleidige, ist er dann sauer auf mich? Genau. Oder was ist dann? Genau. Okay. Gut. Das ist aber, wer ist das jetzt, der mein Bischof? Nee, das ist auch ein Bischof in unserem Reich, der zufälligerweise Marschall ist auch noch. Das ist aber nicht der Ratsbischof. Der Bischof, der auch Marschall ist. Mhm. Okay. Hm. ja, eins oder zwei wahrscheinlich, ne? Man muss ja dann jetzt den armen Mann da retten. Ja, dann lösen wir ihn einfach ab. So, jetzt haben wir zwar chronische Kopfschmerzen, aber gut. Das können wir vertragen. Aber vielleicht erleben wir hier noch den kleinen Zusammenbruch. Wäre auch ganz gut. So, wir werden zur Jagd eingeladen. Genau, ich weiß nicht, ob, Jagd. Wollen wir das unternehmen? Mhm. Ich glaube, es ist normalerweise auch keine Aktivität für Frauen, aber das Spiel simuliert das, glaube ich, ein bisschen anders. Ja, ist so eine adlige, okay, Beschäftigung. Können wir gerne mal machen. Das ist auf jeden Fall eine adlige Beschäftigung, ja. Eine zentralen überhaupt. Auch hier wird die kleine Reise simuliert. Dadurch, dass sie direkt in der Nachbarschaft ist, ist es auch keine große Sache. So, wir haben wieder Söldner rekrutiert. Ja, und jetzt gibt es Jagdunfall, na klar. Jagdsysteme. Was passiert hier? Erstmal werden die Vorbereitungen getroffen. Gleich geht's los. Ich bin mir nicht sicher, ob wir mitjagen als Frau oder ob wir nur so da dabei sein. Habe ich selber auch noch nicht erlebt. So, ein Rudel Landplagen. Jetzt geht's also los. Jetzt wird das Ziel der Jagd definiert. Es geht tatsächlich gegen Wölfe, weil die Tiere irgendwie hier. Ist das eine sinnvolle Jagd? Die Tiere, naja, die terrorisieren hier. Was Wölfe ja natürlich immer tun. Die armen Dorfbewohner rauben ihre Kinder und solche Geschichten. Ja, ja, hab ich auch gehört. So, okay. Gefahr leidlich sicher, Prestige mittelmäßig. So, jetzt passieren die Dinge. Es ist ein schöner Tag. Als ich meine Lungen mit der frischen Luft der Wildnis fülle, erkenne ich in der Ferne etwas, was nur ein Geschenk von Jesus sein kann. Überall sind so viele nützliche Kräuter und schöne Blumen. Man könnte sie für Heilzwecke oder auch böswillige Absichten nutzen. Tja, wollen wir den Schein wahren oder wollen wir Blumen pflücken? Wir erhalten dann eine gepresste Aster, die unsere Fruchtbarkeit noch erhöht. Gut. Das ist eine gute Sache. Und Bildungslebenswandel. Okay.
Die anderen Jäger finden das nicht so lustig, dass wir währenddessen Blumen pflücken. Aber wenn sie mich mitnimmt, sind sie selber schuld. Ja, genau. So. Die Gruppe hält an, abgelenkt von einer Ansammlung runder Felsen. Da ein Brocken löst sich. Alle sehen die ganz zu, als der Fels den Hang hinabrollt, dabei immer schneller wird und schließlich mit einem befriedigenden Bums am Fuß des Hügels landet. Ich muss schon sagen, das könnte eine Gelegenheit sein, alle zu beeindrucken. Schubst noch einen, ich springe drüber. Oder ihr alle helft Rudolf, den großen Brocken für mich ins Rollen zu bringen. Oder ziehen wir weiter. Ziehen wir weit. Ja, das ist, führt, kann auch zu Verwundungen führen. So, der Wolf wird jetzt in die Enge getrieben. Meine Güte. Und wir können kaum mit dem verfluchten Vieh mithalten. Das entwischt. Ganze, das Ganze ist nicht gelungen. Wir haben aber nebenbei halt einiges gelernt. Die Jagd schlägt fehl. Ja, na gut. Okay. Wir haben unser Bestes gegeben. Es gibt da noch ein paar Systeme hinter diesem Jagdkram, aber das interessiert uns jetzt hier nicht so sehr. Manchmal kann man sich auch Charakteren annähern. Gut, aber was passiert ist, wir haben schon wieder einen weiteren Vorzug. Wir haben viel gelernt in letzter Zeit. Und jetzt müssen wir uns entscheiden, ob wir ein eifriger Bekehrer werden. Das ist sinnvoll, wenn man Gemeinden bekehren will, aber da wir gar nicht in Gemeinden, Gegenden leben, wo es einen anderen Glauben gibt, ist das nicht so relevant. Klerikale Rechtfertigung ist der bessere Weg eigentlich jetzt. Staat und Kirche. So ist genau. So, wir sind wieder zurück. Okay, das war's. Das war die Regentschaft, die kurze Jagd. Und jetzt warten wir im Prinzip hier. Wir werden jetzt laufend eingeladen zu irgendwelchen Jagden, aber ich denke, das wiederholt sich jetzt nur. Vielleicht können wir ja noch mal über die Regentschaft sprechen. Wenn der Herrscher unterwegs ist und nicht herrschen kann, wer wird denn dann im Mittelalter, wer übernimmt die Geschäfte? Naja, also der Herrscher herrscht ja auch, wenn er nicht da ist. Aber er herrscht eben dann woanders. Mhm. Und wenn er dann woanders auch gebraucht wird, also wenn er jetzt wirklich weit weg ist, Italien, dann herrscht eben der Regent oder der Mitherrscher. Also ganz häufige Praxis, zumindest jetzt für die Ostfränkische und dann im Römisch-Deutschen Reich, ist ja, dass die Söhne schon Mitherrscher werden, während der Vater noch lebt. Das heißt, die werden schon zum König eingesetzt. Die stehen dann auch schon in den Urkunden mit drin. Und dann ist es natürlich am allereinfachsten. Aber ansonsten gibt es eben Regenten, die dann vertreten. Das sind selten, aber kommt auch vor. Frauen, also Mütter, ganz selten Großmütter und in der Regel ein Bischof, der Vertrauen genießt beim Herrscher und oder eben ein mächtiger Adliger. In diesem Falle, das kann man tatsächlich selber auch mit. Oft auch dann einer aus der eigenen Familie. Mhm. Also das nehmen nicht nur, dass die Ehefrauen zu diesem engen Zirkel gehören, sondern dass eben auch Brüder oder vielleicht auch andere Söhne da Aufgaben übernehmen. Es gibt schon sehr viele Beispiele dafür, dass man versucht, das in einem engen Kreis zu halten. Mhm. Und da scheint doch die familiäre Bindung eine große Rolle zu spielen. Also es gibt auch Vertraute, aber auch die familiäre Bildung spielt hier eine ganz große Rolle. Das Spiel simuliert das dahingehend vielleicht gar nicht schlecht. Es gibt so eine eigene Gewichtung, wie jetzt die natürliche Regentschaft wäre. Das wäre in erster Linie jetzt unser Mann. Das ist hier so eine Nachfolgegewichtung. Dann wäre, warum Liutbert, weiß ich nicht. Der wäre der Nächste. Achso, das ist der Graf von Kärnten. Naja, weiß ich nicht. Der Fürstbischof und hier Engelschalk. Das ist einer unserer Schwiegervater, bin mir nicht sicher. Wie auch immer, man kann selber die Reihenfolge auch beeinflussen. Man könnte sagen, der gefällt uns nicht, unser Mann, es kommt hier ein Problem nämlich hinzu, er ist ehrgeizig und könnte unsere Abwesenheit nutzen für seine eigenen Geschäfte. Wenn man nur kurz aus dem Land ist, ist das kein Problem, aber wenn man jetzt auf Kreuzzug wäre oder riesige lange Reisen macht, Pilgerreisen kann auch problematisch werden. Kann das problematisch werden, deswegen könnte man auch jemand anders einsetzen, dann ist er wieder sauer, dass man ihn nicht einsetzt. So ist das System dahinter. Das muss uns jetzt aber, glaube ich. Ich kann niemanden frei einsetzen, sondern das Spiel schlägt mir das vor und ich. Ich kann jetzt nicht den Emerida auswählen, denn das wäre ja die naheliegende Wahl nach dem Mann. Doch, man kann im Prinzip.
Emery, ja, warte, ich guck mal. Ich glaube, man kann das, ne? Bin mir gar nicht so sicher. Wisst ihr das? Nee. Weiß das einer von euch? Oder ob nur diese zur Verfügung steht. Ist so eine der zentralsten Entscheidungen, die man so treffen kann. Ja. Und da hat man natürlich freie Hand. Ja. Also ich meine mich zu erinnern, dass es die Option gibt, die Regentschaft zu bestimmen. Ich glaube, links auf diesem Pfeil. Stimmt, hier, absolut richtig, genau. Und da tatsächlich, da haben wir alle, die eine Rolle spielen. Genau, und da könnten wir, sehr gut, vielen Dank. Das hätte mich jetzt auch sehr gewundert, wenn das nicht geht. Genau, da könnten wir auch den Bischof. Aber ich habe da gerade was gesehen, da würde ich auch noch mal gern die fachliche Brille zu haben, nämlich dieses Konzept der Lehnsautorität. Okay. Magst du kurz erklären, was das ist? Ja, im Spiel simuliert quasi das Level, wie weit, sag ich mal, ein Herrscher durchregieren kann. Also wie stark die Lehnsbande sind, mit dem, also jetzt, hier geht es um jetzt den König, ne? Also wie stark er sozusagen in seinem Königreich schalten und walten kann und bestimmte Dinge dann auch seinen Lehnsleuten verbieten kann. Zum Beispiel untereinander Krieg zu führen oder sowas. Das ist aber unsere Lehnsautorität, die wir bestimmen im Herzogtum Bayern. Das stimmt. Genau. Es gibt, das wird auf jeder Herrschaftsebene simuliert. Also wir haben sozusagen unseren Vasallen gegenüber eine Lehnsautorität und der König seinen Vasallen. Also wir sind der Vasall des Königs. Genau. Und die simuliert halt die Durchdringung des Ganzen und die kann man erhöhen, was dazu führt, dass man mehr Einnahmen bekommt, weil sie mehr Steuern abdrücken können. Wir müssen das so ein bisschen spielmechanisch. Dürfen auch keinen Krieg mehr untereinander führen. Ab einem bestimmten Level. Ich glaube ab 3. Aber dazu muss man, es gibt ein Konzept, das sind wir ein bisschen kompliziert. Es gibt so Kulturentwicklung, Innovationen in verschiedene Epochen. Und da muss man bestimmte Innovationen erreicht haben. Also es unterteilt sich hier auch in Frühmittelalter, Hochmittelalter und Spätmittelalter. Und erst in bestimmten Zeitaltern sind bestimmte Mechaniken dann möglich. Insofern gibt es auch ein, das ist super komplex. Ein dynamisiertes System. Aber natürlich furchtbar schematisch. Ja. Aber das muss es ja auch sein. Muss es ja sein. Das kann es ja nicht funktionieren von der Technik. Das ist also schon klar. Grundsätzlich so, also bei höherer Lehnsautorität hat man natürlich als Lehns ja immer mehr Vorteile. Man bekommt mehr Steuern. Die müssen mehr Aufgebote schicken für den Krieg und sie dürfen immer weniger, aber ihre Meinung uns gegenüber wird immer schlechter. Das heißt, es ist immer schwieriger, sag ich mal, dann die zufrieden zu halten. Das Reich zusammenzuhalten. Genau, das ist so ein bisschen der Gedanke hinter diesem System. Genau, also die Vasallen wollen lieber die niedrige Lehns- oder Kronsautorität haben, während der Herrscher natürlich darauf bedacht ist, die Autorität möglichst zu steigern. Ich glaube, es soll so ein bisschen simulieren, halt, dass es starke Herrscher gibt, die relativ große Macht ausüben konnten, als Persönlichkeiten vielleicht, und andere, die eher schwächer waren, wo es so ein bisschen Zentrifugalkräfte dann eher gab. Also mich erinnert das jetzt so ein bisschen an, gerade auch dieses mit den Steuern, das erinnert mich jetzt sehr so an die englische Geschichte, also wo dann darüber geklagt wird, dass die für ihre ganzen Kreuzzüge dann immer wieder neue Steuern erheben und da die Leute so knechten. Aber das ist ein sehr komplexes Thema und das ist eine sehr schematische Darstellung des Ganzen. Für mich macht das in der gedanklichen Logik nicht so viel Sinn, denn wenn wir von Lehnssystemen reden, und da müsste man immer vom Plural reden, und die sind eben nicht Systeme im Sinne dieses Begriffes eigentlich, das ist das falsche Wort. Es ist nämlich keine Automatismen oder so durchorganisierte hierarchische Strukturen, die starr sind, sondern es gibt Lehnsbindungen und die sind sehr unterschiedlich. Aber immer, was glaube ich immer ein wichtiger Punkt ist, ist, dass das ein Geben und Nehmen ist. Also das ist ein Prinzip, das auf Wechselseitigkeit basiert. Und das ist nicht, also der Kern von Lehnsbindungen ist eben die Bindung. Und das suggeriert eben dieses Wechselseitige und nicht das Einseitige von oben knechten. Das ist das System generell, ja. Das, wenige über viele herrschen und sehr viele sehr wenig haben und es eben den hohen Adel gibt, die dann davon leben, was andere ja auch erwirtschaften. Also man muss sich ja auch klar machen, dass irgendwie über 90% der Leute
das erwirtschaften, wovon die Menschen alle leben. Das wäre ja wirklich eine richtig, richtig kleine Gruppe von Leuten, die dann politische Macht haben und so. Aber ich verstehe schon diesen Gedanken, denn man kann jedes System ja überreizen und man kann jede Abhängigkeit auch übertreiben und man kann jede Macht missbrauchen. Aber was in den verschiedenen, egal auf welche Ebene guckt, man guckt oder auf welches Reich, was glaube ich immer wieder ein Prinzip ist, ist, dass dieses, obwohl es natürlich keine Form der Mitbestimmung gibt, keine Form von Demokratie und auch keiner auf den Gedanken gekommen wäre, das für was Erstrebenswertes zu halten, dass Zustimmung, das Aushandeln von bestimmten Dingen immer kontinuierlich passiert und immer wieder neu passieren muss. Und dass also es ein Interesse daran gibt, für die herrschen, eben eine gute Meinung bei denen, die sie beherrschen, zu behalten. Und auf welche Art man das erreicht, ist dann eine andere Frage. Aber das ist schon Teil auch des politischen Systems. Das wird im Spiel auch, glaube ich, ganz gut simuliert, weil diese Meinungswerte zu den einzelnen Vasallen spielen eine große Rolle. Weil wenn die eine schlechte Meinung haben, kann es halt zu Fraktionsbildungen, zu gewissen Forderungen Aufruhr führen. Oder man kann teilweise Gesetze nicht ändern, weil das nur dann mit Harmonie geht. Ich glaube, dieses System will ein bisschen, weil das auch zeitaltergebunden ist, ein bisschen versuchen, ja, die Entwicklung halt so vom Frühmittelalter bis dann zur frühen Neuzeit zu ein bisschen darzustellen, schematisch, dass es halt wir dann am Anfang vor allem wirklich diese personalen Beziehungen zwischen den Herrschern gab oder zwischen den Vasallen und den Herrschern und das dann immer weiter, ja, sich, wie soll man sagen, zentralisiert, modernisiert. Es gibt dann ja Ministeriale und Verwaltungsapparate, die aufgebaut werden. Das ist ja auch so. Und ja, genau. dass man dann schon eine immer zentralere Herrschaftsformen, die schon Richtung ja, spätere Zeiten dann tendiert. Also dass das dadurch so ein bisschen simuliert. Ja, wobei es vielleicht weniger eine Frage der Zentralität jetzt im Sinne von Zentralstaat ist, als eine Frage eben wirklich von Administration, genau, und das Organisation. Meine ich eigentlich. Das meine ich. Mhm. Genau. Also dass eben das, wenn dann die das ist natürlich die Kirche der große Vorreiter, ja. Ja, die ganzen krassen Apparate aufbauen. Und die dann wirklich über alles Buch führen. Die führen über alles Buch. Und dann gibt es den englischen Königshof, der auch relativ weit, der sehr früh auch schon sehr systematische Aufzeichnung, zum Beispiel über Einnahmen und Ausgaben. Deswegen reden wir auch immer über England, wenn wir über Steuern reden, weil wir die besten Quellen da haben. Von denen, weil die eben so gut Buch geführt haben und alles aufbewahrt haben und wir das eben noch gut nachvollziehen können. Ich denke, dass auf so einer abstrakten Ebene versucht, das so zu simulieren. Ja. Gut, das war das Thema. Ich sehe gerade, wir haben unsere gepresste Aster noch nicht angelegt. Das muss natürlich sein. Man kann nämlich so ein paar Insignien, Kronen und so später noch anlegen, die einem dann bestimmte Boni geben. So, aber wir sind auch immer noch. Jetzt gibt es jemand anderen, oder? Das geistlose Bemühen von Graf Wilhelm, meine Beziehung zu meinem Nachbarn zu verbessern, hat meinen nichtsnutzigen Ratskanzler dazu verleitet, den Anspruch von. Okay, gut, jetzt gibt es jemand anderen, der einen Anspruch auf eine unserer Grafschaften hat. Ja, das kann zu einem Krieg führen, ein Stammesreich in der Nachbarschaft. In der Zeit war es alles noch nicht so. Ja, genau, wir sind ja an der Grenze des Reiches. Mhm. Das sind ja eigentlich hier, das glaube ich, deswegen Bayern war nie so groß, das sind Markgrafschaften gewesen zu dieser Zeit. Ja, da gibt's, aber ich bezweifle, dass sie uns angreifen werden, weil dazu sind sie zu schwach. Werden wir mal sehen. So. Jetzt gibt's was anderes. Und zwar, ich schreibe euch, um euch über eine höchst widerwärtige Entdeckung Kenntnis zu setzen, die ich über Graf Wilhelm gemacht habe. Unser Ratskanzler. Dieser Mann geht hinter eurem Rücken unappetitlichen und ehrlosen Betätigungen nach. Aha. Ich hoffe aufrichtig, dass es meine unerschütterliche Treue euch gegenüber unter Beweis stellt. So. Ja, wir können das Geheimnis, also er kann uns das Geheimnis jetzt geben, dann bekommen wir ein schwaches, er erhält ein Druckmittel uns gegenüber, weil wir ihm einen Gefallen schulden. Das ist so ein System dahinter. Aber dafür hätten wir dann irgendein Geheimnis über diesen Grafen, den wir nutzen, das wir nutzen können. Oder wir sagen, vergiss es mal,
dann mag der Graf Wilhelm uns wieder. Ist jetzt keine so richtig wichtige Entscheidung. Als hinterlistige Person finden wir das vielleicht ganz gut. Aber er hat einen Gefallen dann bei uns offen. So. Was ist das denn jetzt für ein Geheimnis? Er hat eine Affäre, eine außereheliche Affäre. Ist, in dieser Zeit ist das doch nichts Problematisches, oder? Nicht für einen Adligen, Mann. Nee, ne? Nee. Also das wäre also eigentlich... Also ich meine, wobei. Okay. Also grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass die gerade die hohen Adligen, die haben ja in der Regel auch Frauen aus dem hohen Adel. Und das würde jetzt die Ehre der Frau schon verletzen, wenn der jetzt ganz offensichtlich eine andere Frau hat. Das müsste er dann schon entweder so machen, dass das jetzt nicht so unglaublich auffällig ist, oder er müsste halt einfach seine alte Frau loswerden und eine neue Frau nehmen. Das kann er auch machen. Also, unterscheidet sich ja nicht wesentlich von heute. Also das ist, aber das ist eben ein Unterschied, kommt dann eben auch ein bisschen auf die Frau an. Aber es ist schon so, dass da der, also man kann ja jetzt viel spekulieren, aber das ist das, was ich eben meinte, die haben zwar viele uneheliche Kinder, aber in der Regel sind das keine Kinder, die zu Lebzeiten der Ehefrau gezeugt werden, sondern in der Regel sind das Kinder, die in vor- oder nachehelichen Beziehungen gezeugt werden, eben von Frauen, aber mit denen, die dann nicht verheiratet sind. Und ich finde schon, dass das ein Unterschied ist. Also, denn Ehebruch ist eine große Sünde und die wird auch als große Sünde bestraft. Also in den ganzen Katalogen, die es dann gibt, die so allerlei Strafen für Verfehlungen aufzeichnen, da gehört also neben Inzest zu den Sexualverbrechen Ehebruch außer, und dann natürlich noch Sodomie. Das sind so die großen Problemfelder und Ehebruch ist definitiv ein Riesenproblem. Das ist das denn in dieser Zeit auch schon so? Weil ich, soweit ich weiß, Karl der Große, der hatte doch neben Frauen und so ganz öffentlich. Ja. Der hatte doch viele Frauen. Der hatte viele Frauen. Ja. Und aber wir würden ja sozusagen, offiziell hat er immer nur eine. Also serielle Monogamie ist das. Es ist hier, glaube ich, das entscheidende Stichwort. Er hatte eine, dann ist er sie losgeworden. Hat er die nächste gehabt, ist sie losgeworden. Die dritte ist gestorben. Die vierte ist gestorben. Ach so. Aber ich dachte auch neben den Ehefrauen. Nach seiner letzten Ehefrau hatte er noch mehrere Konkubinen. Aber es steht nirgendwo, dass er die gleichzeitig hatte. Ach so, okay. Also und das Alter, so wie die Kinder gestaffelt sind von den Konkubinen, würde das auch Sinn machen, dass er sie nacheinander hatte. So, in diesem Fall ist es aber schon ein bisschen albern, weil er ist gar nicht verheiratet. Dann ist er. Naja, das ist eine technische Frage, weil wenn die Frau verheiratet ist, ist es trotzdem Ehebruch. Ja, das können wir uns angucken. Sie ist auch unverheiratet. Dann ist es absurd, dass es überhaupt passiert. Tatsächlich manchmal so, dass, weil es ja keine legitime Sexualität ist, dann kann sie eben auch so bezeichnet werden. Mhm. Ja. Also es gibt nur legitime Sexualität in der Ehe. Punkt, aus, Feierabend. Gesundheit. Ja, ist richtig. Gut, also... Nach kirchlichem Verständnis, sollte ich vielleicht dazu sagen. Wir könnten theoretisch beide jetzt damit erpressen. Dann würden wir wieder ein Druckmittel erhalten. Mit dem Druckmittel kann man sie zwingen, Dinge zu tun, die sie sonst nicht tun würden. Oder wir können das aufdecken, das würden wir dann öffentlich machen und sie dadurch delegitimieren. Dann würden sie als Ehebrecher bekannt sein, was ihnen Nachteile fällt. Das bringt ihnen Nachteile, weil dann dürfen sie auch wieder nach kirchlichem Recht nicht mehr heiraten. Das ist hier nicht so, wäre aber cool, fände ich gut. bringt dann so Meinungsnachteile und irgendwie sowas. Ja, okay, das nur nebenbei, ist aber jetzt keine wichtige Person, glaube ich, in unserem Reich, müssen wir uns jetzt nicht drum kümmern. Hier ist es so, wir treffen eine Frau aus dem gemeinen Volk, Margarete, die uns ein Angebot macht. Wenn man dem Brief Glauben schenken kann, ist sie erfahren im Bereich der Kräuterkunde und sie würde gerne ihr Können zur Verfügung stellen gegen Kost und Logis. Machen wir doch. Gut, dann werden wir selber auch zum Kräuterkundler, was uns mehr Ränkespiel und Bildung gibt. Das ist eine sehr gute Eigenschaft. Und sie kommt an unseren Hof. Wahrscheinlich könnte sie sogar Ärztin werden. So, es geht immer weiter. Jetzt haben wir den Moment, dass wir einen Anspruch haben. Also, ich habe sowohl alte als auch weniger glaubwürdige Dokumente durchgelesen. Endlich habe ich genug Material zusammen, um überzeugend vortragen zu können, dass ihr die rechtmäßige Fürstin von
der Grafschaft von Passbeck seid. So, jetzt müssen wir, es kostet immer was. Es, ja, also. Es kostet alles was. Ja, genau. Diese Bemühungen kosten Geld. So. Damit haben wir diesen Anspruch. Und jetzt kommt diese Geschichte auch noch zu einem Ende. Jedes Mal, wenn ich meine Augen schließe, sehe ich das Gesicht von Herzog Engelschalk. Ich finde einfach keinen Schlaf. Ich kann nicht länger warten. Gehüllt in die Schatten der Nacht begebe ich mich in den Garten außerhalb seiner Gemächer. Beim Anblick des das ist ein bisschen absurd, dass sie jetzt, sie klettert jetzt von außen ins Fenster. Sie könnte, glaube ich, auch einigermaßen legitim in sein Gemach gehen. Naja, wie auch immer. Aber man sieht, dass jemand, wer klettert denn da den Turm hinauf? Die schattenhafte Gestalt macht beim Fenster von Engelschalk Halt und öffnet die Läden. Da passiert irgendwas. So, mein Zuckerstück ist in Gefahr. Ich muss ihn retten. Oder wachen, wachen, da ist ein Eindringling im Turm. Beendet das Komplott? Ja, das ist, glaube ich, dann scheitert das, ne? Oder? Wie war das? Wenn man ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es scheitert dann. Und hier. Ja, hier kann. Achso, hier. Achso, die letzte Option ist, wenn Herzog Engelschall uns gar nicht so richtig interessiert, dann kann es sein, dass er verwundet wird von dem. Da rufen wir noch nicht mal die Wachen, dass man darum geht. Das. Okay. Ja, was sollen wir machen? Wollen wir denn mal wieder was zur Abstimmung stellen? Wer ist für Option 1, mein Zuckerstück? Oh, da brauchen wir gar nicht weiter ein Zuckerstück. Ja. Gut, dann wird das gleich weitergehen. Noch nie hatte mich in meinem Leben etwas so angetrieben wie die Geräusche des Handgemenges über mir. Ohne Rücksicht auf Leib und Leben ziehe ich mich durch das Fenster von Herzog Engelschalk. Ich fühle mich, als wäre ich in einen gefrorenen See gesprungen. Engelschalk liegt am Boden, der Eindringling hebt eine funkelnde Klinge. Mit einem Brüllen packe ich mir den Schurken und werfe ihn gegen die Wand. An den Rest kann ich mich nur schemenhaft erinnern. Als die Gefahr gebannt ist, drehe ich mich zu Engelschalk um. Geht es euch gut, Engelschalk? Frage ich vorsichtig. Als wären meine Worte ein Zauberspruch. Sollte vielleicht noch besser an die Charakterwahl angepasst werden. Fährt plötzlich wieder Leben in ihn und er wirft sich in meine Arme. Den höchsten Mächten sei Dank, dass ihr hier seid, Clara. So. Ja. Dann wird er jetzt unser Seelengefährte. Das Ganze ist gelungen. Wir könnten das auch beenden ohne Seelengefährte, aber ich denke, darum ging es ja jetzt. Ne? Ja. Und es kommt auch zur Beschlafung, wie wir sehen. Das ist relevant, wenn es jetzt nicht unser Ehemann wäre. Das ist nämlich eigentlich nicht der Weg, wie man diese Aktivität nutzen sollte. Aber gut. Oh, es geht weiter. Meine kürzlichen Beschreibungen auf dem Gebiet der Theologie haben mir gezeigt, wie wichtig die Vertreter der himmlischen Mächte auf Erden sind. Das ist überraschend. Um meine Anerkennung in Worte zu fassen, setze ich einen Brief an Priesterkönig Nikolaus auf. Achso, an Papst. Papst Nikolaus, aktueller Papst. Ich setze mich mit einem Schriftgelehrten an einen Tisch und gemeinsam setzen wir einen wahrlich prächtigen Brief auf, in dem seine Heiligkeit gelobt wird. Für was? Ein nachsichtiges Wesen. Man könnte natürlich jetzt sich ihn noch mal anschauen. Er ist ein gebrechlicher Mann. Er laucht, ein Eiferer, ruhig und fleißig. Er ist ein nachsichtiges Wesen. Gelobt sei Gott. Geht immer. Also, gelobt sei Gott. dann hilft das nicht. Hilft ihm das nicht? Ja, dann also müssen wir sein nachsichtiges Wesen loben. Ja, genau. Probieren wir es mal. Aber es ist schön, dass bevor man eine Entscheidung trifft, man schon angezeigt bekommt, was die Auswirkungen sein werden, weil das hätte ich gern für mein echtes Leben. Ja, als echter Rollenspieler würde man sich das verbieten, sich anzugucken, sondern rein Rollenspieler entscheiden. Oder Würfelwerf mal. Ne? Oder Würfelwerf, mache ich auch. Als ob sie meine Streams gucken. So, wie auch immer. Also, das hat funktioniert. Damit haben wir noch ein bisschen Diplomatie, Lebenswandel erhalten. Und uns wurde königliche Gunst verdient. Das gibt uns Prestige, aber es wurde auch gleich wieder zurückgezogen. Warum auch immer. Ein wackelmütiger König. Für einen kurzen Moment. So, wir haben aber auf jeden Fall jetzt einen Anspruch. Jetzt weiß ich nicht, ob wir auch noch hier einen kleinen Krieg führen wollen. Das wäre jetzt möglich. Wir sehen jetzt unsere Ansprüche hier. Wie sind denn die Erfolgsaussichten zu bewerten? Das sollten wir uns mal die Lage anschauen. Genau. Also. Hier passiert auch gerade was, aber das Herzogtum Nordgau hat eine Geisel, es hat aber nichts mit uns zu tun, es ist ein neues System. Können wir vielleicht auch kurz darüber sprechen. Haben sie gerade eingeführt mit dem letzten
DLC, dass es möglich ist, nicht Geisel im Sinne von Geiselnahme, aber dass es möglich ist, politische Geisel. Ne? Das ist relativ üblich, ja. Dass man eine Geisel stellt, wenn ein Konflikt gelöst wird oder gelöst werden soll, dass man eben dann sein Kind oder jemand anders, seinen Vertrauten überlässt. Das kommt vor. Ja. Genau. Und hier führt das quasi zu einer Art Nicht-Angriffspakt, nennen wir es mal hier. Also, das ist so eine Versicherung. Genau. Ja, genau. Das zeigt eben auch wieder, wie wichtig diese personelle Bindung ist. Ja? Weil sonst würde das ja gar keinen Sinn machen. Sonst würde das ja als System gar nicht funktionieren, wenn die Beziehungen nicht so wären. Ja. So, hier ist es jetzt so, er hat keine Verbündeten. Er hat, man sieht schon, wie seine militärische Stärke ist. Er hat ungefähr 1000 Mann, während wir 1800 haben. Selbst noch unseren Schwiegervater ist, glaube ich, mit 1100. Wir wären also militärisch haushoch überlegen. Wir könnten jetzt also hier einen Krieg erklären und wir haben diesen Anspruch auf Parsberg, das wäre der Kriegsgrund. Kostet uns dennoch Prestige, das sind so ein bisschen die Kosten, weil wir jetzt einen Krieg beginnen. Das ist das, was wir auf dem Konto haben. Das wäre jetzt wahrscheinlich einfach zu gewinnen. Wollen wir es dann auch nochmal? Ne? Okay, gut, erklären wir den Krieg. Jetzt können wir unsere Truppen ausheben. Wir haben hier direkt einen Sammelpunkt. Das ist die Frage, ob wir unsere Verbündeten rufen wollen. Wahrscheinlich gar nicht notwendig. Wahrscheinlich nicht. Also, warte mal, wo ist jetzt mal? Ich mache mal ein bisschen langsamer. Wir müssen jetzt warten, bis sie da sind. So. Hier kann man noch den Befehlshaber einsetzen. Das ist aber auch nochmal eine interessante Frage. Das jetzt trifft für uns jetzt nicht zu, weil wir eine Frau sind. Wir können nicht Befehlshaber sein der Armee. Aber da gibt es immer so ein bisschen Streitdiskussionen in meiner Community. Ist es nicht so, dass in dieser Zeit eigentlich von einem Herrscher erwartet wird, dass er so eine Armee selbst anführt? Selbst wenn er jetzt nicht unbedingt der Talentierste in der Sache ist. Aber ist es denkbar, dass er jetzt zu Hause bleibt und irgendwen da losschickt? Nee, ne? Also, er müsste schon mitkommen. Ja. Also, die reiten nicht in der ersten Schlachtreihe. Nee, das ist klar. Das machen sie nicht. Aber die fallen ja auch relativ selten. So, wenn man sich mal überlegt, wie viel die unterwegs sind und wie viele Schlachten die so schlagen, finde ich das eigentlich immer erstaunlich. Gibt aber zum Beispiel bei den Karolingern eine ganze Reihe unähnliche Söhne, die auffällig oft in der Schlacht fallen. Also die scheinen dann vorne mitgeritten zu sein oder da, wo es vielleicht ein bisschen mehr los war. Gut, also nicht jedes kleine Scharmützel natürlich. Ne? Mhm. Also ich glaube, da muss man sehr stark unterscheiden, von was für einer Art Konflikt man jetzt redet. Aber grundsätzlich, klar, wenn es um was geht, dann sind die dabei. Und das ist ja auch eben. Das ist ja eigentlich ihre Aufgabe, ne? Sie sind doch die Kriegerklasse. Sie sind eben auch Kriegergesellschaft und der Herrscher ist davon ja nicht ausgenommen. Was sollte er denn sonst machen, ist ja auch die Frage. Also ich meine, der schreibt ja auch seine Gesetze nicht selber, das machen andere für ihn. Er kann ja weder lesen noch schreiben in der Regel. Was soll der aber Mann denn den ganzen Tag machen? Also ich meine, der geht jagen und er führt Krieg. Er hält natürlich Rat und so und dann geht er in die Kirche. Aber das sind so seine Aufgaben. Ja klar, also er muss sich bewähren in der Schlacht. Und das sind ja auch die großen Könige, sind ja auch die sich da besonders hervortun. Also ich meine, Karl der Große, der alles erobert hat. Mhm. Oder auch Otto der Große, der dann gegen Ungarn geschlagen hat. Das sind so die großen. Die sind ja darum so dann hervorstechend, weil sie eben auch diese Siege errungen haben, die ihnen auch zugeschrieben werden und auch ihrem Geschick dann sozusagen. Ja, das ist in dem Spiel gar nicht. Ne? Wenn wir die ganze Zeit zu Hause bleiben, werden wir nicht als Feigling verschrien. Nee, deswegen mache ich mir immer als Hausregel, dass ich mit muss und die Armee. Na gut, so, da sind die Einheiten des Gegners. Ich gucke noch mal. Wir haben eigentlich noch einen besseren Befehlshaber, den wir vielleicht an die Spitze der Armee schicken können. Wir sollten vielleicht erstmal versuchen, die gegnerische Armee zu schlagen, bevor wir dann unser Kriegsziel belagern und erobern. Aber es ist eben auch prestigeträchtig, jemanden auszuschicken. Ne? Also wenn ich jetzt jemanden für mich losschicke, dann kann der sich ja da auch auszeichnen. Das ist auch eine Chance für jemand anderen. Natürlich, ja. Und der Herrscher kann nicht überall sein. Mhm. Das ist eben auch so. Und der hat auch andere Aufgaben. Ich dachte jetzt gerade so an so verschiedene Aufstände, die es immer mal wieder gibt. Und das ist schon so, dass der jetzt da nicht immer. Gegen Bauern, das können andere machen. Ja, gegen Bauern, aber auch wenn es
so, wenn es so auch so machtpolitische Fragen geht, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist ja auch, wo ist man? Also das muss ja auch, es muss auch darstellbar sein. Ne? Also wenn der Aufstand am anderen Ende des Reiches ist, ist es auch die Verpflichtung der Adligen, die dem König die Treue geschworen haben, die vor Ort sind, da auch einzugreifen. Also das ist jetzt nicht so, dass die dann warten können immer, bis dann der Herrscher selber mal runtergekommen ist. Aber das ist ja hier im Spiel auch so. Ein Bote ist ja viel schneller als ein königlicher Tross. Das muss man sich auch klar machen. Mhm. Nebenbei werden wir jetzt noch wieder belästigt mit anderen Dingen. Unser Bischof Emery tritt auf einen Wink zu mir in den Kreis aus Messingkugeln und Kerzen. Offenbar machen wir immer noch so ein bisschen Kram, die ich auf Stäben im Raum verteilt habe. Der Weihrauch, der schwer in der Luft liegt und vor bösen Dämpfen schützen soll, treibt uns ein wenig die Tränen in die Augen. Und so werden wir aus den Augenwinkeln die unbegreifliche Gestalt von Engeln sehen. Allerdings bricht Emery bald schon ab. Das fühlt sich falsch an. Dies sind göttliche Wesen und nicht gedacht für das sterbliche Auge. Okay, offenbar machen wir da irgendwelche Sperenzchen. Entweder wir versuchen ihn zu überzeugen, dass das irgendwie ein richtiger Weg ist, oder wir sagen, er soll abhauen, oder wir sehen das ein, dass das jetzt ein bisschen über die Stränge schlägt, unser Hokuspokus. Aber dann werde ich ein religiöser Eiferer. Es könnte dazu führen. Ich habe das Gefühl, du legst mir das nahe, das zu tun. Nein, im Gegenteil. Ich weiß tatsächlich nicht, was da passiert. Nein, ich lege gar nichts nach. Ich nehme das Erste. Okay, versuchen wir ihn zu überzeugen. Hier wird immer quasi unser Bildungswert gegen seinen getestet. Davon hängt dann so ein bisschen die Wahrscheinlichkeit ab. Das heißt, je höher unsere Bildung, so höher sind auch die Wahrscheinlichkeiten. Ja, er hört es flehen, gibt uns Lebenswandelspunkte wieder. Okay, der Gegner zieht sich schon in die andere Richtung zurück. Wir werden ihm mal ein bisschen folgen. Das muss ich jetzt halt ein bisschen micromanagen. Okay. Vielleicht, während du da den Kampf führst, Stefan, nebenbei an dich mal die Frage, hast du eigentlich, würdest du den Eindruck bestätigen, dass das Spiel das Mittelalter finster als finstere Epoche zeichnet? Du kannst ruhig weiterspielen. Warte mal, ich muss kurz gucken, was hier passiert. Okay. Aha, das ist auch noch interessant. Es gibt jetzt jemanden, der seine Bande verhandeln will. Ah ja, genau, das ist ein System, was wir noch gar nicht besprochen haben. Auch ein bisschen formalisiert, aber es geht darum, dass man, dass Vasallen unterschiedliche, ja, wie soll ich sagen, Feudalrecht, also oder Feudalpflichten haben, die man noch ein bisschen verändern kann. Okay. Also hat einen Spielraum, dass er niedrige oder höhere Abgaben zahlen muss oder weniger oder mehr Aufgebote zahlen muss. Individuell kann man das aushandeln. Später gibt es dann noch bestimmte Rechte, die man zuweisen kann, ob er gesichert im Rat ist oder bei Krieg erklären kann. Und in diesem Fall ist es so, dass er jetzt, dem schulden wir gerade einen Gefallen. Das war, glaube ich, der uns ein Geheimnis verraten hatte. Mhm. Und jetzt haben wir auch keine Wahl. Das ist, weil wir einen Gefallen schulden, kann er das jetzt einfach durchdrücken. Mhm. Und jetzt bekommt er gebilligtes... Schreckt mich ja auch etwas ein, soll. Genau. Jetzt bekommt er gebilligtes Kriegserklärungsrecht. Das heißt, er kann auch, wenn unsere Lebensautorität hoch ist und interne Kriege nicht erlaubt wären, könnte er jetzt Krieg führen in unserem Reich gegen andere Vasallen von uns. Spielt keine Rolle, weil das eh nicht so ist gerade, ne? Ja, doch, im Moment haben wir eh nur kleinere Lebensautorität, das dürften die sowieso. Ja, genau, das meine ich. Deswegen ist es im Prinzip schade, also verliere ich ja nichts. Genau, so, jetzt wird es wahrscheinlich zur Schlacht kommen. Mal gucken, wie das ausgehen wird. Ja, es wird knapp. Das ist so, dass, weil der Gegner im Wald verteidigt, hat einen kleinen Vorteil, aber die zahlenmäßige Überlegenheit gibt uns hier wohl doch den Sieg. Zum Glück, das wäre jetzt peinlich gewesen. Allerdings, ja. Sonst hätten wir doch noch unseren Vasallen holen müssen. Man kann sich jetzt noch anschauen, was da genau passiert ist. Es gibt unterschiedliche Truppentypen, unsere Ritter schlagen sich besser oder schlechter, aber in diese Details wollen wir jetzt gar nicht reingehen. Unser Ziel ist, glaube ich, Parsberg, und insofern sollten wir das jetzt vielleicht auch belagern. Nochmal ganz kurz, muss auch nicht lange antworten. Würdest du sagen, das Spiel zeichnet ein finsteres Mittelalter? Naja, es zeichnet ein Mittelalter, das so ein bisschen geprägt ist durch so populäre Ritterfilme und Game of Thrones-Adaptionen. Aber finster würde ich es nicht bezeichnen. Ich finde die Darstellung eigentlich alles sehr freundlich. Und tatsächlich? Es gibt natürlich finstere Dinge, die man machen kann. Aber ich empfinde es nicht als finster.
Ich stelle die Frage deswegen, weil in der Popkultur das Mittelalter ja häufig als eine finstere Epoche gezeigt wird. Die Technologie und das Wissen der Antike gehen verloren, die Bauten zerfallen, religiöse Weltbilder dominieren, der technologische Fortschritt ist ein begrenzter. Es bedarf sozusagen Renaissance und Aufklärung, um dem Abendland wieder das Licht zu geben. Und gerade so in der Film, Serien, Dokumentation teilweise auch, aber eben auch im Computerspielen. Ich würde es durchaus als ein etwas finsteres Spiel sehen, insbesondere wenn man es vergleicht mit anderen Spielen, die dieser Hersteller macht. Die Farben sind etwas matter, es ist alles etwas dunkler. Es gibt ein Spiel, das im 19. Jahrhundert ist, das wir auch schon mal gespielt haben. Es sieht visuell ganz anders aus. Mhm. Hast du ein Problem damit, wenn das Mittelalter so als diese finstere Zwischenzeit gesehen wird oder so dargestellt wird? Also, wie sieht dein Mittelalterbild aus? Also, mein Mittelalterbild ist sicherlich nicht strahlend hell und gleißend. Ich glaube, was wichtig ist, ist eben diese Vorstellung, also der Begriff ist ja schon eben, insinuiert das ja schon, dass es sozusagen nur diese Übergangsphase ist und finster ist ja für den Historiker ist das Mittelalter darum finster, weil wir so wenig darüber wissen. Also das ist aus einem ganz anderen Grunde finster, weil wir einfach so wenig Quellen haben und im Vergleich zu anderen Epochen. Dark Ages. Ja, mhm. Aber tatsächlich ist natürlich jeder Wandel, der passiert, basiert ja auf etwas, was vorher passiert ist. Und auch die Dinge, die man vielleicht als Errungenschaften der Neuzeit betrachten will, die passieren ja nicht auf einem luftleeren Raum, sondern die bauen auf etwas anderem auf, was es vorher gab. Es ist auch zum Beispiel so, dass, das habe ich natürlich in der universitären Lehre ganz viel, wenn ich mit meinen Studenten arbeite, dass man eben ja auch dann mit diesen Bildern konfrontiert wird, die eben aus Filmen, Büchern, Spielen kommen, mit denen dann irgendwie umgegangen werden muss. Und oft zum Beispiel ein häufiges Argument ist, irgendwie die Kirche macht irgendwas Böses. Und warum? Weil sie Macht will. Das ist dann so der, so in diese Richtung geht das. Und die Kirche hat sehr viel Macht über das Leben der Menschen im Mittelalter. Das ist, das ist vom Impuls her richtig und nachvollziehbar. Aber das ist eben nicht so ein einfaches Schema, wie man sich das vorstellt. Und wir gucken ja eben sehr viel auf diese Leute. Wir gucken sehr viel auf den hohen Adel. Warum? Weil wir über die am meisten wissen. Weil die Quellen geschrieben wurden, weil eben auch politische Geschichte, Verfassungsgeschichte ganz lange im Fokus der Wissenschaft stand. Das hat sich aber auch geändert in den letzten Jahren. Und ich glaube, da ist sehr viel passiert, dass bis aber sich solche Dinge natürlich fortsetzen in den weiteres Bild. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, wie schwierig das ist, sowas auch abzubilden, auf einer anderen Ebene. Das ist eben nochmal eine andere Frage. Man hat vielleicht auch nicht so ein großes Interesse daran, das zu verstehen. Aber natürlich ist, also zum Beispiel entstehen die Universitäten im Mittelalter, würde ich jetzt sagen. Das ist jetzt eigentlich eher doch recht fortschrittlich und auch Grundlage dann von späteren Aufklärungen. Es gibt auch du hast gesagt, es gibt nicht so viel technische Innovation, aber das ist ein totaler Irrglaube. Also wenn man sich überlegt, was alles erfunden wurde und was das für einen Unterschied gemacht hat, zum Beispiel in der Landwirtschaft, bestimmte Techniken, auch Bautechniken. Also ich meine, muss man sich ja nur die Kirchen angucken. Aber bei der Landwirtschaft kann man es wirklich ganz krass sehen, dass an bestimmten Innovationspunkten auf einmal eine Explosion gibt beim Bevölkerungswachstum. Warum? Weil die Leute mehr gegessen haben, weil es mehr zu essen gab, weil besser erwirtschaftet werden konnte. Und das hat ganz viele Auswirkungen gehabt. Und es ist finster, ich glaube, von unserem Blick aus gesehen, in vielerlei Hinsicht darum, weil so wenige Menschen große Kontrolle hatten. Ja, und eben auch über Wissen verfügten. Wir weisen jetzt Wissen einem sehr großen Stellenwert zu. Und das ist was natürlich die allermeisten Leute im Mittelalter nicht hatten. Die hatten auch keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, irgendwie selber groß ins Denken zu kommen, weil die waren mit dem Überleben beschäftigt. Das war das, was die gemacht haben. Und das haben die jeden Tag gemacht, vom ersten Tag an ihres Lebens bis zum Ende ihres Lebens. Und in dieser Hinsicht, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir würden so leben, das
ich persönlich würde das als recht finster empfinden. Mhm. Aber das ist natürlich von meinem Blickwinkel aus gesehen. Und ich glaube, die Vorstellung, es gäbe keinen Fortschritt, keine Innovation, ist falsch. Es ist auch zum Beispiel aber ja nicht so, dass es so eine Fortschrittserzählung gibt, die durchs Mittelalter geht. Und es gibt natürlich auch immer Dinge, die zurückschwappen. Beispiel wäre jetzt Ehe und Familie. Ich persönlich empfinde die Situation im Frühmittelalter viel fortschrittlicher und auch als gleichberechtigter, als sie zum Beispiel im Spätmittelalter ist, wo die Rechte von Frauen oder auch generell die Rechte der Menschen, freier über ihr Leben zu verfügen, viel stärker eingeschränkt gewesen zu sein scheinen, als es eben im Frühmittelalter waren, wo die viel mehr Macht über das eigene Leben hatten. Wenn ich jetzt sage, Selbstbestimmung ist ein Wert, dann würde ich das unterschiedlich sehen. Aber was natürlich für mich relevant ist, ich bin Historiker, ich bewerte nicht das Mittelalter. Also das ist für mich gar keine Kategorie. Für mich spielt das keine Rolle, ob die gut oder böse waren, ja? Ob die gute Menschen waren und die Menschenrechte geachtet haben. Das ist für mich kein Kriterium für meine Arbeit. Ich will nur versuchen herauszufinden, was war denn überhaupt? Wie ist denn überhaupt die Situation gewesen? Und wie hat sie sich vielleicht verändert? Was kann ich lernen über die Vergangenheit aus den Dokumenten, die noch auf uns gekommen sind? Dafür muss ich bestimmte Methoden anwenden. Ich muss erst mal klären, wie vertrauenswürdig sind die und so weiter. Das ist meine Arbeit. Und das zu bewerten ist eigentlich nicht das, was wir machen. Ne? Und das ist auch das, was ich versuche, den Studenten so ein bisschen nahezubringen, dass man erstmal unbefangen erstmal rangeht und erstmal versucht zu begreifen, wer sind diese Leute, wie haben die getickt, was haben die gemacht. Das ist eigentlich so das, worum es in meiner Arbeit geht. Und ich kenne das finstere Mittelalter, ich kenne alle Bilder, ich kenne alle Klischees und ich kenne alle, ich habe auch die Filme alle gesehen, ich habe die Bücher gelesen, ich kenne auch Game of Thrones, was nicht im Mittelalter ist, sondern Fantasy, aber das ist egal. Nehmen also, erstaunlich viele Leute irgendwie als Quelle wahr. Ne? Ja, das ist Wahnsinn. Das ist echt irre. Aber also ich habe kein Problem damit umzugehen und mich damit auseinanderzusetzen. Das finde ich auch gar nicht schlimm. Das ist jetzt ein Spiel, das ist ja auch Unterhaltung. Mhm, also genau. Ich meine, ich glaube, da muss man auch einfach ganz, das muss man so sagen, wie es ist. Und das ist auch nichts, ist auch nichts Schlimmes. Und man kann trotzdem was mitnehmen. Nur man muss eben ins Detail gucken. Für manche ist es ja vielleicht auch der erste Berührungspunkt überhaupt mit der Thematik. Es ist und überhaupt wichtig. Interesse wird geweckt dadurch. Ja, also das finde ich ganz wichtig. Und das ist ja auch ein großes Asset, das wir haben, dass es eben dann doch immer doch noch diese Dinge gibt. Also ich bin zum Beispiel in den 90ern zur Schule gegangen, da gab es dann Braveheart und was weiß ich was. Und dann fand ist ich super. Fand alle toll, haben alle gesehen, fand alle super. Und dann haben die Leute sich dafür interessiert. Ich habe auch oft Rollenspieler. Mhm. Sind auch oft Leute, die sich besonders interessieren und Lust haben. Und ich, also alles, was den Leuten Lust macht, sich damit zu beschäftigen, finde ich erstmal gut. Also, super Spiel. Und Stefan hat derweil einen Krieg gewonnen. Genau. Hervorragend. Nicht nur das, auf zwei Schlachtfeldern, denn sie ist wieder schwanger geworden. Juhu! Warum nicht endlich ein Sohn? Das wäre ein schöner Abschluss, oder? Ja, also wir haben Parsberg erobert. Das war ein Krieg, der führt jetzt wieder dazu, dass wir wieder eine Domäne fehlt. Ich weiß übrigens jetzt auch, was das ist. Ne? Es gibt noch so ein anderes Limit der Reichsgröße. Wissen die Zuschauer hier wahrscheinlich auch schon. Aber das ignorieren wir einfach mal. Man kann immer nur eine bestimmte Anzahl von Domänen im Gesamtreich haben. Muss ich jetzt zu meiner Ehre nochmal feststellen. Okay. Aber wir sind eigentlich für diese Zeit einfach viel zu groß, was sozusagen die Gesamtherrschaft betrifft mit unserer Titel. Aber egal. Aber ich finde es interessant, ich verstehe schon, das Prinzip des Spiels ist, eine Dynastie aufzubauen. Deswegen ist es sinnvoll, dass die auch immer die dauernd ganze Zeit Kinder kriegen. Aber tatsächlich ist es ja so, dass ganz, ganz viele Familien quasi in der alten Literatur heißt es immer im Mannesstamm aussterben. Ja. Aber das passiert natürlich andauernd. Also das ist, wie es eben ist. Also, wobei, da teilt sich jetzt auch die Spielerschaft. Viele hassen es, viele Kinder zu haben, weil dann die Erbteilung greift. Ja. Deswegen so Min-Maxer wie du, die wollen immer nur einen Sohn haben. Alle anderen bringen sie um oder schicken sie ins Kloster oder zu den Ordenskriegern, damit es immer nur einen gibt und alles schön gemeinsam bleibt. Ja. Sei denn, ich bin schon Kaiser, dann kann natürlich die Königreiche können dann an die Söhne verteilt werden. Wobei das natürlich, also es ist ja nicht so, dass es das nicht gegeben hat, aber die
man hält sich eigentlich immer eine stille Reserve, ne? Also nicht direkt nach dem ersten. Ist gefährlich. Also das ist dann natürlich wirklich riskant. Und dann kann man dann ab dem, also ne, der, wer war das? Hannig der Erste, der hatte dann eben den Sohn zum Nachfolger, den hat er noch die stille Reserve und den Dritten hat er dann zum Bischof ausbilden lassen. Und das ist so das klassische Modell. Das ist kein Modell gewesen, das wurde nicht so dann immer von allen durchexerziert, aber es ist so das, was man so im Kopf hat. Und das ist so eine Vorgehensweise, die man häufig sehen kann. Aber dazu muss man erstmal viele Söhne haben. Und es ist auch so, dass manche Herrscher haben auch viele Kinder und dann sterben die trotzdem auf einmal alle, ja, wie die Fliegen. Und das ist halt was natürlich hier, ich weiß nicht, wie gut das Spiel das simuliert, aber die Sterblichkeit ist halt wahnsinnig hoch. Genau, die ist leider hier nicht so hoch. Das Kindersterblichkeit ist wahnsinnig hoch. Ich habe das Gefühl, wenn man ein Kind hat, dann behält man das auch. Ja, es gibt Vorfälle, aber die ist viel zu gering. Ja, also die Kindersterblichkeit im Kleinkindalter, also wenn man so die über das Leben eines Menschen guckt im Mittelalter, wenn er es so geschafft hat, ins Kindergartenalter zu kommen, dann ist er erstmal relativ safe. Dann bis zur frühen Jugend, dann gibt es natürlich eine Spanne. Männer haben natürlich ein Risiko durch Krieg oder Auseinandersetzung. Frauen haben ein großes Risiko durch Kinderkriegen. Aber wenn die Frauen zum Beispiel Kinder gekriegt haben, dann haben sie eine sehr hohe Chance, sehr alt zu werden. Weil sie ja dann nicht mehr, also adlige Frauen, weil sie dann ja nicht mehr sehr vielen Gefahren ausgesetzt sind. Und im Gegensatz zu Männern zum Beispiel, die in der Regel eben auch früher sterben. Aber das ist übers Lebensalter sehr unterschiedlich verteilt. Grundsätzlich würde man eben zum Beispiel in der Kleinkindphase, also sterben unglaublich viele Kinder. Und die sterben auch die Kinder von Adligen die ganze Zeit. Mhm. Also, ich glaube, das haben sie gemacht, weil sie Spieler nicht frustrieren wollen. Klar. Ich fände es total gut, wenn das... Kannst du am Anfang einstellen, Kinder? Also ich habe noch nie nachgeguckt, aber es wäre was man vielleicht erwarten könnte, dass man das mal hochdreht. Es gibt eine Mod, gibt, die verschärft. Und in anderen Teilen war das auch ein bisschen härter. Mhm. Gut. Das ist vielleicht auch so deprimierend, ich weiß nicht. Ja, genau. Es soll ja auch Spaß machen. Und wenn du jetzt wie wir auf unseren Sohn warten und dann ist die Chance... Wenn man auch schon die Mühe geben muss und dann die Fenster knittern und alles. Also ich meine, das ist ja auch echt lästig. Ich vergebe hier nochmal den Punkt. Staat und Kirche, unser Reichspriester mag uns noch mehr. Hervorragend. Das ist immer mehr gesichert. Staat ist natürlich ein Wort, das in dem Mittelalter für nichts zu suchen hat. Aber ich finde, das ist jetzt ein schöner Abschluss, oder? Ja. Norbert, ach, ist das schön. Ja, wir können ihn nehmen, das ist ein guter katholischer Name. Wir können ihn auch anderen nehmen. Nein, Norbert fandet ihr gut? Okay, ja, alles klar. Der heilige Norbert. Okay. Die Dynastie weiterführen. Ein guter katholischer Name. Ja, dann nehmen wir das als Abschluss. Wir hätten natürlich noch wahnsinnig viel mehr Themen anreißen können. Vielleicht gibt es hier noch? Ja. Oder haben wir keinen? Ja, habt ihr noch Fragen vielleicht zum Abschluss? Gibt es irgendwas, was euch interessiert? Also einmal noch da, würde mich noch interessieren, gerade im Mittelalter, wenn jetzt wir gewählt hätten, dass er jetzt weg wäre, denn sie war ja schwanger und wäre jetzt allein gewesen. Wie wäre das so ein Ansehen im Mittelalter? Wir haben ja jetzt Neuzeit hier mit den alleinerziehenden Frauen. Wie war es damals gewesen? So vom Ansehen her, war das jetzt auch so schlimm, wie es heute so ist? Also das ist jetzt ja eine Frage, wenn ich jetzt auf der adligen Ebene, also die Situation ist so, der Mann verstirbt, während die Frau schwanger ist das jetzt das Szenario? Genau, oder jetzt wäre er weg gewesen. Ich glaube, da ging es um diesen Priester, der gesagt hatte, die Ehe ist nicht korrekt und wir waren aber schon schwanger. Genau. In dem Moment. Das ist natürlich ein ganz interessanter Moment. Das ist jetzt ein sehr spezieller Fall. Normalerweise ist es so, wenn also die Ehe getrennt wurde wegen zu naher Verwandtschaft und es gab schon Kinder, dann haben die in der Regel keine Ansehensverluste, keine Einbußen erlebt, auch keine rechtlichen Einschränkungen. Das ist dann, weil die Ehe ja im guten Glauben geschlossen wurde, darf den Kindern sozusagen daraus kein Nachteil gestellt werden. Es ist aber dann so, wenn solche Scheidungen, ich sage jetzt mal Scheidung, das wird so nicht genannt, durchgeführt werden, dann, da die Ehe ja nie bestanden hat, können die Ehepartner auch wieder heiraten. Also ihnen passiert dann im Prinzip nichts. Und ich muss noch mal daran erinnern, es geht hier nie um Inzestfälle zwischen Bruder und Schwester oder sowas oder auch nicht zwischen Nichte und Onkel, sondern immer über eine wirklich weitläufigere Verwandtschaft. Ne? Also
im dritten, vierten Grad oder so. Oder weiter noch. Später gibt es eben noch diese höheren Grade. Macht ruhig weiter. Aber jetzt, wenn jetzt eine Frau Mutter war und alleinstehend oder eben Witwe dann ja in der Regel, jetzt eine adlige Frau, war ja nicht ohne verheiratet zu sein Mutter, dann braucht die ja in der Regel dann ist immer die große Frage, kann sie jetzt zum Beispiel für ihr Kind die Rechte alleine vertreten oder braucht sie noch einen männlichen Verwandten an ihrer Seite? Und das ist durchaus was auch diskutiert wird, je nachdem, um welches Kind es geht, also wie wichtig ist das Kind, welche Rechte hat wieder das Kind, davon hängt das sehr stark ab. Und es gab gibt einige Frauen, die da sehr erfolgreich waren, da auch ihre eigene Stellung zu rechtfertigen. Was allerdings immer, deswegen finde ich das Szenario interessant, weil was für eine Frau immer ein kritischer Moment ist, ist, wenn sie keinen Partner hat, wenn sie noch schwanger ist. Weil da ja die Vaterschaft so ein bisschen im Zweifel stehen könnte. Und da gibt es also ein paar absurde Geschichten, kenne ich, aus Quellen, wo beschrieben wird, wie sich eine Frau quasi beim Begräbnis des Mannes die Kleider vom Leibe reißt, damit alle sehen, dass sie also schon richtig schwanger ist, damit es klar ist, dass das das Kind ihres Mannes ist. Oh, krass. Und man muss sich ja auch vorstellen, die haben ja auch nur sehr begrenzte Vorstellung davon, was eigentlich so eine Schwangerschaft auslöst, wie sie verläuft und wann sie zu Ende ist und wie das alles zu sein hat. Ja? Also die wissen ja nichts und was sie, die Hälfte von dem, was sie denken zu wissen, ist falsch. Das ist für eine Frau ein sehr prekärer Moment. Und es gibt auch eine Geschichte von der Mutter von Friedrich II., die, glaube ich, auch, geht es, glaube ich, mehr um ihre eigene Mutterschaft, weil die war schon älter. Und ihr Mann war tot und dann sozusagen hat vielleicht das Kind von jemand anderem sozusagen genommen, um ihre eigene Rechte zu sichern. Dann scheint es irgendwie Gerüchte gegeben zu haben. Und auf jeden Fall kenne ich so eine Geschichte, dass sie ihn dann irgendwie öffentlich gestillt hat oder so, um eben zu zeigen, dass sie die Mutter ist. Also dass solche Geschichten weisen eben darauf hin, dass das für eine Frau eine sehr prekäre Situation ist. Wenn eben da die Vaterschaft des Mannes im Zweifel steht, wenn er eben selber nicht da ist. Denn das ist vielleicht ein schöne Sache noch zum Abschluss, ist wirklich wichtig, ein Kind wird dadurch zum Kind seines Vaters, dadurch, dass der Vater es anerkennt. Und in dem Moment, in dem er das tut, ist es sein Kind. Und das ist der einzige Weg. Und theoretisch, das passiert selten natürlich, weil das ja auch ein wahnsinniger Affront wäre, aber er kann natürlich auch die Vaterschaft ablehnen. Ja? Aber in dem Moment, in dem er sich selber zum sozialen Vater erklärt, und da spielt es keine Rolle, wie die Biologie ist, in dem Moment ist er der Vater, in dem Moment gehört das Kind zum Vater und die Vater-Kind-Beziehung ist die zentrale Beziehung in der mittelalterlichen Familie. Das ist nicht die Mutter-Kind-Beziehung. Das ist eben anders als wir das heute denken, als wir das irgendwie von der Soziologie her verstehen. Ne, man sagt ja auch, ne, die Mutter ist immer sicher. Und wir reden, wenn wir über Basta reden, reden wir oft über in der frühen Neuzeit über die Kinder von ledigen Müttern. Ja? Aber im Mittelalter kennen wir diese, die gibt es natürlich, aber die kennen wir nicht, weil die sind nicht da, die sind nicht in den Quellen, über die wissen wir nichts. Über die wir was wissen, das sind immer die, wo wir eben den Vater zuordnen können, aber wissen, dass die Mutter nicht die Ehefrau war. Und dann wissen wir, dass das ein uneheliches Kind ist. Und nur so funktioniert das. Ja. Letzte Gelegenheit, um vielleicht noch eine Frage zu stellen, um etwas unter den Nägeln brennt. Also wenn ich jetzt nochmal von den Computerspielen seite, ich finde, das ist sehr, sehr aufwendig, dieses Spiel. Wer hat denn da hintergesessen jetzt? Ich denke, da bist du so der Ansprechpartner. Also sind da jetzt Profis hinter, Historiker? Werden sie jetzt, oder bist du da eingeladen als Spieleentwickler und sagen, so, jetzt holen wir uns da eine Historikerin ran, damit wir hier perfekt das was nachstellen das. Können? Oder also, sitzen da jetzt voll die Nerds, die jetzt die Mittelalterfilme Nerds sind sogar auf jeden Fall, glaube ich. Also ein Spiel hier für die ganze Welt, was total alles umfasst. Ne? Also Nerds sind es auf jeden Fall, genau. Okay. Mal so eben entwickelt man so ein Spiel nicht. Das ist unfassbar aufwendig, dauert über viele Jahre. Und da arbeiten sehr, sehr viele Menschen dran. Also ich
Das ist ein Entwicklerstudio, Paradox Interactive heißt das. Die sitzen in Schweden und haben mindestens 20 Jahre Erfahrung mit dieser Art von Spielen. Es gibt das nämlich nicht nur fürs Mittelalter, sondern es gibt Europa Universalis für die frühe Neuzeit. Es gibt Imperator Rom für die Antike. Es gibt Victoria, die Reihe für Industrialisierung. Es gibt Hearts of Iron für den Zweiten Weltkrieg. Und es gibt noch Stellaris für die Science Fiction. Das heißt, das Genre haben sie in ganz vielfältige Zeitalter entfaltet mit ganz unterschiedlichen Ansätzen. Für dieses haben sie halt diesen Ansatz der Charaktere gewählt. Das passt gut zum Mittelalter, weil es ja auch immer personale Beziehungen waren. Und das ist auch der dritte Teil dieses Spiels. Es gibt also schon Vorgänger, in denen Erfahrung gesammelt wurde. Am Anfang haben das drei Leute gemacht, die eine Idee hatten. Und es wird halt immer professionell und da arbeiten 50 Leute mehrere Jahre dran. Das sind natürlich vor allem Game Designer, Grafiker, Musiker und so weiter. Also es ist eine riesige kreative Leistung. Aber erstens haben sie selber einen relativ hohen Anspruch. Das sind auch Geschichtsnerds, sage ich jetzt mal, beschäftigen sich sehr damit. Aber sicher nicht im Sinne einer Wissenschaft, sondern da wird dann viel Internetrecherche betrieben und sowas alles. Aber es gibt auch Expertise von außen, auch von Historikern. Da kann ich aber jetzt nicht genau sagen, wie intensiv das stattfindet. Und es gibt dann noch die Community der Spieler, die ständig ihnen erzählt, das ist falsch, denn ist ja jeder der Experte seiner eigenen Gegend, dann wird moniert, dass dort aber der Ort nicht gelegen hat oder dass es eigentlich der Graf hieß so und so und was weiß ich. Also, das nehmen sie dann auch gerne auf und sowas. Also es ist also ein sehr komplexes Ding und diese Spiele. Das Spiel ist ja jetzt auch schon, weiß gar nicht, genau 3 Jahre alt oder so, bin mir gar nicht so sicher, 2, 3 Jahre alt. Und das ist in einer ständigen Weiterentwicklung. Das ist auch ungewöhnlich für dieses Studio. Normalerweise kommt ein Spiel raus, wird es vielleicht noch ein bisschen gepatcht und dann ist es auch durch. Aber die entwickeln diese Spiele 7, 8, 9 Jahre teilweise weiter und kommen immer neue Inhalte hinzu. Wir haben das gesehen, dieser Geiselnahme oder sowas. Das ist jetzt gerade vor einer Woche erst dazugekommen als Feature. Das heißt, das Spiel ist nie fertig, sondern sie nehmen Anregungen auf und es kommen Regionen werden ausgearbeitet, Iberien, jetzt kommt Persien. Das heißt, es gibt dann regionsspezifische Dinge, die da hinzukommen. Also das ist... Es ist eine riesen Herausforderung. Es sind aber auch wirklich viele, viele Spieler. Also das Spiel hat sich mehrere Millionen Mal verkauft und es sind aktive Spieler, Hunderttausende mit Sicherheit. Das ist fürs Mittelalter ist interessant, ne? Ja. Wobei das Mittelalter tatsächlich eine sehr populäre Epoche ist für Gamer. Es gibt viele, die es sehr lieben. Dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Mitmachen, dafür, dass ihr gekommen seid, Interesse dran hattet. Clara, dir auch vielen Dank fürs Kommen. Ich habe wahnsinnig viel dazugelernt, auch wenn wir die Unterhaltung natürlich auch mit dabei hatten heute. Vielen Dank für die Einblicke. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Ja, war super. War super. Wunderbar. Stefan, dir auch vielen Dank fürs professionelle Spielen und uns durchführen durch ein ziemlich komplexes Spiel. Dann würde ich sagen, enden wir mit diesem sehr gut ausgewählten Blick auf die Begründer unserer Dynastie von Harda. Ja, vielen Dank. Dankeschön.